Guten Morgen, ihr Lieben! Ui, bin ich überbelichtet, oder? Na geht's. Guten Morgen, guten Morgen! Ich werde jetzt, weil ihr hereinkommt, da noch einmal meinen Lichtregler da einmal ein bisschen anstarten. Ich habe jetzt gerade gemerkt, das wird nicht besser. Guten Morgen, Mo! Ich probiere gerade noch mein Licht einzustellen, damit ich nicht ausschaue wie so ein Blachgeist. Na, es geht's. Guten Morgen! Guten Morgen, lieber Friedrich! Die Mama ist auch da heute. Einen wunderschönen guten Morgen! Ja, heute haben wir wirklich schon Tag 18 der Powerpause. Diese Woche wird es ein Monat, wo ich jeden Tag mit euch live gehe. Und hey, kennst du mit dem Licht, das ist wirklich, dieses Ringlicht ist zwar toll, aber irgendwie, je nachdem, wo du hingehst, erstrahlst du zu viel. Heute habe ich den Mo eingeladen zu einem wunderschönen Gespräch, wo wir uns ein bisschen drüber unterhalten, weil wir beides durchgemacht haben, ob jetzt Anstellung oder Selbstständigkeit eigentlich so das Richtige ist, weil wir sind beide der Meinung, dass es nicht die eine Lösung für jeden gibt, und da freue ich mich sehr, dass ich den Mo da dazu einladen konnte. Ich habe den Mo in Bali kennengelernt oder auf Bali mit seiner wunderbaren Freundin, und das ist wirklich eine, ja, das war eine Begegnung, ich sag's euch, wo man einfach gewusst hat, dass man sich vielleicht doch schon länger kennt. Und ja, also ich bin sehr froh, sie kennengelernt zu haben und heute vor allem den Mo auch da zur Powerpause einzuladen, um genau über das Thema zu sprechen, weil er hat auch beide Seiten durchgemacht, jeweils Anstellung und Selbstständigkeit, und heute dürft ihr auch aktiv mitdiskutieren. Das heißt, wenn ihr selber Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr Fragen habt an uns zur Selbstständigkeit oder auch zu diesen emotionalen Dingen, alles her damit, ihr könnt es euch jetzt schon überlegen, ihr könnt immer reinfragen. Wir werden das als offenes Format heute gestalten, das heißt, wir unterhalten uns einfach drüber, und sobald ihr das Gefühl habt, jetzt möchtet ihr hineinkicken und möchtet auch was fragen oder vielleicht eure Erfahrungen mit uns teilen, more than welcome. So, das heißt, ich werde den Motor jetzt dann gleich mal hinzufügen. Musik da mal leiser machen, ich mache sogar Musik. Das ist immer so, oder nicht ich, aber. Guten Morgen! Hallo! Hi, alles klar? Ja. Okay. Wunderbar! Super, so, lass mich kurz mal hier noch ein bisschen einrichten. Ja. Bei mir mit dem Licht, das funktioniert halt irgendwie nicht. Ich werde heute sehr streuen, aber das macht nichts. Ja, alles gut. Super. So ist besser. So ist besser, gell? Das ist deine Aura, die so strahlt. Ja, wahrscheinlich, genau. Warte mal. Ich mache die Aura kurz an. Wahnsinn. Ja, okay, gut. Okay. Sind wir wieder normal. Gell? Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, ich fühle mich sehr geehrt. Ja. Dass ich mich auch tatsächlich. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dich live sehe und natürlich auch sonst sehe, klar. Und jetzt bin ich endlich wieder mal bei dir. Wunderbar, schön, freue mich drüber. Ja. Voll. Ich glaube, wir haben nämlich heute, Sascha, die Resi, ich glaube, wir haben heute nämlich auch ein Thema mitgebracht, was, glaube ich, vielen, vielen einen großen Nutzen bringen kann. Gerade in den jetzigen Zeiten der Veränderung, glaube ich, dass sich viele die Frage stellen, ist vielleicht doch die Selbstständigkeit was für mich, weil, oder ist, soll ich doch in einer Anstellung bleiben? Gerade in der jetzigen Zeit dieser berühmten Unsicherheit, von der jeder spricht, glaube ich, ist es ganz cool, wenn wir zwar da einmal offen drüber sprechen, was eigentlich die Dualität, wie wir es so schön sagen, aber Pros und Cons kann man auch dazu sagen, von beiden Seiten sind. Ja, sehr gerne. Ich habe sogar was aufgeschrieben dazu jetzt noch. Ah, schnell. Super. Ich bin froh, hast du was aufgeschrieben. Ja, mega. Nein, aber ich habe das nur kurz nochmal gemacht, weil ich habe mir selber auch nie die Frage gestellt. Sorry, jetzt war ich kurz weg. Ich habe mir nie selber die Frage gestellt. Was für mich bei der Anstellung super war und in der Selbstständigkeit jetzt im Vergleich, dann habe ich mir gedacht, okay, ist voll interessant, das auch für mich mal aufzuarbeiten. Weil du hast auch beides erlebt. So, willst du mal erzählen, was deine Meinung zu dem ist? Ja, tatsächlich ist es so, in der Schweiz der Klassiker ist, dass du nach der Schule eigentlich eine Ausbildung machst, also eine handwerkliche Ausbildung oder eine kaufmännische Ausbildung. Und der Anteil, wo studieren geht, ist eher gering, also normal, der Klassiker ist, dass man eine Ausbildung macht, was auch immer. Ich habe damals eine einfache Einzelhandelslehre gemacht, also Einzelkaufmann, wie sagt man bei euch, Verkäuferlehre halt. So ja, ich glaube so, keine Ahnung, wie man bei uns dazu sagt. Okay, bei uns war es der Standardverkäufer, so 2-3-jährige Lehre. Und danach war ich dann halt in so einem Einzelhandelsladen war ich da tätig und habe da gearbeitet. Und so ist das der Lauf der Dinge. Und danach kannst du dich innerhalb weiterentwickeln und irgendwann merkst du halt, ob es das ist oder nicht. Bei uns ist eher so, dass die meisten halt, also in meinem Umfeld, wo ich damals hatte, war das halt so, ja, machst halt mal eine Ausbildung und dann schaust du weiter. So. Und dadurch
gab es bei mir gar nicht eine andere Möglichkeit. Und ich war jetzt, keine Ahnung, knapp 15 Jahre oder knapp 20 Jahre quasi schon im Angestelltenverhältnis. Wow. Und immer wieder was anderes gemacht und habe mich jetzt, vorletztes Jahr, habe ich mich dazu entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ja, darum für mich so, dass das Plus bei einer Anstellung, wenn ich das so sagen kann, ist natürlich im Gegensatz zu der Selbstständigkeit, dass du dir nicht so Gedanken machen musst wegen dem Geld zum Beispiel. Mhm. Weil ich glaube auch, das Angestelltenverhältnis ist der schnellste Weg, um an Geld zu kommen, weil du kriegst es Ende Monat einfach jeden Monat aufs Konto. Und musst einfach im Austausch dazu, musst du einfach deinen Job machen, für das, was du angestellt bist. So, das ist halt für mich der große Vorteil an dem Angestelltenverhältnis, diese vermeintliche Sicherheit vom Geld. Aber das Lustige dahinter finde ich nämlich auch, das habe ich mir nämlich auch die Frage gestellt, habe mir gedacht, okay, diese Art von dem, okay, ich gebe und dann bekomme ich fix etwas zurück, hervorragende Entscheidung, ich bekomme fix etwas zurück, das ist halt wirklich so eine Form der Sicherheit, die wir denken. Ja. Ich finde das aber so interessant, wenn man dann die Skalierung anschaut, je nachdem wie viele gibt, bist du in einem Angestelltenverhältnis halt auch relativ eingeschränkt. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist, bei uns ist halt mit Gehaltserhöhungen, du musst halt immer wieder fragen, dann wird wieder diskutiert und dann weißt du nicht, wie viel du bekommst und in der Selbstständigkeit hast du das komplett selber in der Hand, dass du die Energie, die du reinsteckst, vielleicht anfangs braucht es ein bisschen, aber dann kannst du das genauso steigern und zurückholen, wie du das für die brauchst, wenn du Herr deines Systems geworden bist, was du dir dabei aufbaust. Ja, definitiv. Also ich sehe es auch so mittlerweile, wie du sagst. Genau, du lebst in dieser vermeintlichen Sicherheit und ich glaube, wir sprechen da nachher auch noch über Chancenauswertung und so im Angestelltenverhältnis. Und es ist natürlich so, wenn du in der Firma arbeitest, je nachdem kriegst du halt diese Bonis oder je nachdem, wie das aufgebaut ist, hast du. Und in der Schweiz sprechen wir ja nicht so über Geld und Lohnerhöhung und so, das ist ja immer vorgehaltene Hand und so. Ist ein bisschen schade, weil ich bin da völlig für Transparenz. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Du arbeitest halt und irgendwie kriegst du halt in deinem Job, und das ist ja auch immer unterschiedlich, kriegst du halt eine Gehaltserhöhung, wenn du älter wirst. So, das ist so der Klassiker. Du bist jetzt 20, du kriegst mal so und so viel ausbezahlt. Wenn du 25 bist, hast du vielleicht ein höheres Lohnband. Musst dann natürlich auch, in der Schweiz zahlst du dann Steuern und alles. Und dann passt sich das vielleicht dann alle 5 Jahre mal an. Oder natürlich, wenn du eine andere Position übernimmst. Du übernimmst mehr Verantwortung, dafür kriegst du natürlich auch mehr Geld im Normalfall. Mhm. Aber das sind natürlich kleine Schritte, muss man schon sehen. Das ist natürlich nicht so, dass du plötzlich einfach 5.000 Euro mehr im Monat verdienst, nur weil du eine Chefposition übernommen hast oder eine Vorgesetztenposition, die nächsthöhere Stufe dann. Mhm. Ich glaube einfach, das ist auch richtig, was du sagst, du hast es halt als Selbstständiger hast du halt in der Hand. Als Freelancer hast es du halt in der Hand, wie viel Geld du verdienst. Je mehr Arbeit du reinsteckst, je mehr Konsequenz du an den Tag legst, desto mehr kannst du auch verdienen, logischerweise. Geht, aber wie du sagst auch, wie du richtig sagst, geht einfach länger, bis diese exponentielle Kurve dann wächst. Irgendwann bist du an einem Limit. Als Angestellter bist du irgendwann an diesem Dach vom Gehalt angekommen. Und als Selbstständiger nicht unbedingt. Da gibt es eigentlich unlimitiert Möglichkeiten. Voll. Aber man muss trotzdem bereit sein, weil ich habe mir überlegt auch, wo wir gesprochen haben, was heißt eigentlich das Thema Investment für mich? Und manche sprechen Thema Investment ja immer nur an, wenn es jetzt um Börse oder Co. geht. Ja. Und ich denke mir aber, das Investment, jeder einzelne Mensch tätigt, der zum Beispiel eine Ausbildung macht, wo er nicht weiß, ob er was er dann auch damit machen möchte. Ja. Das heißt, das ist jetzt auch keine Gegenleistung, das passiert meistens in der Anstellung schon, in der Selbstständigkeit. Das ist so, auch wenn man Friseurgeschäft aufbaut, du gibst das ganze Geld hin, aber du weißt nicht, ob da wieder was zurückkommt von dem Ganzen. Du kannst es nur erahnen. Und das ist, glaube ich, das, was viele auch in der Selbstständigkeit für die persönliche Weiterentwicklung so besprechen, dass sie sagen, okay, das ist ein richtiger Shift, weil du ja diese Sicherheit in dir haben musst, weil du sie im Außen ja mal findest. Also, man kann schon suchen, aber ich hätte sie noch nicht gefunden, muss man sagen. Ja, ist schon spannend. Das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, obwohl die ist, glaube ich, dann spannender. Ich sehe das auch so. Das war für mich die totale Bereicherung, absolut diese Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja auch ein bisschen das, was ich halt probiere zu vermitteln über die Thematik, wo ich so ein bisschen mache, das Mindset, wo dahinter steckt.
beim Businessaufbau, du musst dich oder du wirst praktisch gezwungen, um dich mit dir selber natürlich auseinanderzusetzen. Warum funktioniert was bei dir nicht, beim anderen schon? Und das ist ein mega spannender Prozess. Und wenn du dich darauf einlässt, kannst du nur gewinnen. Du investierst viel, aber du kriegst auch so viel krass zurück. Also Wahnsinn. Ich finde das nämlich auch, weil ich habe mir das, soll ich mal vorlesen, was ich aufgeschrieben habe? Gerne, gerne. Okay, also von einer Anstellung habe ich geschrieben, vorgegebene Strukturen, das heißt, die Orientierung ist ja schon vorgegeben, das ist mir aufgefallen. Ich musste nicht so viele Entscheidungen fällen, die wurden meist für mich gefällt und somit konnte ich mich ja wiederum orientieren. Und das hat für mich eine leichtere Abgrenzung zwischen dem berühmten Wort Arbeit, was sich für mich jetzt komplett transformiert hat, zum Thema Privatleben finden, weil ich wusste habe, ich mache etwas für jemand anderen und kann mich deswegen besser sozusagen abgrenzen. Ja. Und in einer Selbstständigkeit habe ich natürlich als wildromantische Frau, die was gern Verantwortung übernimmt, aufgeschrieben, Ort der unbegrenzten Möglichkeiten, for me. Gell? Also ich möchte jetzt eigentlich sagen, just for me. Verantwortung, Unsicherheit über Regelmäßigkeit. Also da gibt es nichts Regelmäßiges, außer du baust es da langfristig so auf und selbst dann ist es ein bisschen spannend. Genau, Investment. lerne, dass das Geld auf dem Konto nicht nur mir gehört. Tatsächlich, ja. Ja, das war das große Learning ganz am Anfang. Man fällt durch den sozialen Rost, außer man meldet Konkurs an. Ja, das war das, was viele zu mir gesagt haben, bevor ich mich in Österreich selbstständig gemacht habe, weil wir ein totales, schönes Sozialkonzept haben eigentlich. Und dann haben sie gesagt, Lisa, bist du dir sicher, ob du aus diesem sozialen System aussteigen möchtest? Mhm. Und dann habe ich damals bewusst gesagt, meine lieben Leute, wenn ich mich ständig auf ein System verlassen möchte, dann bin ich, glaube ich, irgendwann einmal verloren. Und das, ich möchte die Sicherheit, die was ich vermeintlich durch das System habe, mir selber lernen zu geben. Und da ist die Selbstständigkeit ein schöner Rahmen, wo eh eigentlich keiner wirklich durch den Rost fällt. Weil wenn du Insolvenz anmeldest, kriegst du ja sowieso wieder was von Österreich. Ja, ist ja hier auch ähnlich auf jeden Fall. Das Sicherheitsgefühl, wo du ansprichst, finde ich auch sehr hochinteressant. Wir haben es ja auch schon drüber gehabt und so. Es ist tatsächlich halt so, wenn du selbstständig bist und du hast gewisse Fähigkeiten, die du in deinem Job dann anwendest und so weiter, du kannst halt plötzlich so eine Krise, aber so einen aktuellen Zustand, wie jetzt gerade ist, kannst du viel verlieren, auch als Selbstständiger, auch als Angestellter. Aber als Selbstständiger hast du halt die Möglichkeit, viel schneller wieder dahin zu kommen, was dein normaler Status quo ist. Mhm. Weil, ja natürlich, in dem Moment musst du schauen, wie du wieder in Kohle kommst und alles, natürlich, richtig. Aber auch als Angestellter kannst du halt, du bist total abhängig von dem System, das will ich damit sagen. Als Angestellter bist du halt, ja, eine Nummer in einem Geschäft, egal wie gut du mit deinen Freunden, Arbeitskollegen hast und so weiter. Wenn du plötzlich deinen Job nicht mehr hast, hast du null Einkommen Ende Monat. Das ist diese Sicherheit, wo wir haben vom Geld. Das hast du auch im selbstständigen Verhältnis, wenn es blöd läuft. Aber als Angestellter bist du immer abhängig von diesem Gusto von, ja, ich kriege einen anderen Job. Weißt du, als Selbstständiger, du kannst dich verwirklichen, wie du magst, in welche Richtung du auch immer gehst und kannst da wieder schauen, okay, was braucht der Markt im Moment, wo kann ich meine Fähigkeiten einsetzen, um dann wieder Kunden zu generieren. Und das ist das Tolle daran, wie ich finde. Ja. Meistens a Job Description, das hat mich immer sehr beeindruckt, weil das wurde ja eigentlich, also ich hoffe, dass das Konzept sich auch in wirtschaftlichen Sinne für die Anstellungen transformieren wird, weil eigentlich sucht man, also man gibt jemandem sozusagen einen Rahmen vor, ich nenne sie mal so liebevoll eine Box und sagt, okay, bist du, kannst du, und das fühlt sich für mich schon an wie, also ich hätte jetzt da einen Quadratmeter Platz für die, quetsch die da bitte rein und wenn du das nicht wüsst, dann bitte kannst du eine andere Box nehmen, aber es gibt kein Out of the Box. Und bei mir war es immer schon so, jetzt muss ich dann gleich schauen, was ich sonst geschrieben habe, bei mir war das immer so, wenn Leute in der Anstellung zu mir kommen sind, habe ich immer gesagt, okay, lass einmal drüber reden, wo siehst du die in 5 Jahren? Weil ich bin der Meinung, dass jeder, wie soll ich sagen, seine Besonderheiten hat, jeder seine Stärken hat. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man Menschen in ihren Stärken fördert und nicht in ein Konzept einquetscht, weil du denkst, du brauchst das jetzt gerade. Ja. Weil sonst werden sie immer nur 40-50% fahren und dann fahren sie 100, weil sie jetzt selber so angefeuert sind. Ja. Und das ist ja genau das, was auf dem Markt, auf dem Angestelltenmarkt so passiert. Eine Firma schreibt einen Job aus und du musst gewisse Fähigkeiten haben und mehr ist auch nicht gefragt. So im Normalfall ist halt nicht mehr gefragt, dass du dich dann
weiterentwickeln kannst. Nein, weil sie suchen ja genau für das, was sie gerade brauchen, jemand. Mhm. Und das ist genau dieser Punkt. Du musst einfach so diese Schablone, diese Box erfüllen und Punkt. Alles andere interessiert im ersten Moment nicht. Vielleicht hast du danach die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln bis zu einem gewissen Punkt. Das hatte ich ja so in meinem Leben auch. Ich war ein mega Unternehmen, wo schon fortschrittlicher gedacht hat, auch in dem Bereich. Und ich konnte dann mich weiterentwickeln bis zu einem gewissen Punkt. Und dann wollte ich eigentlich eine Stelle besetzen oder eine neue Funktion einnehmen innerhalb von dieser Stelle, wo ich hatte. Plötzlich kam das obere Management und aus Gründen, die sie halt für wichtig entschieden haben, wurde umstrukturiert und diese Stelle, wo ich wollte, diese Funktion, gab es plötzlich nicht mehr. Mhm. So, als ob sie dein Ziel ausgeradiert genau, hätten. Genau, so, arbeitest du auf das hin, wenn es blöd läuft, mehrere Jahre und dann heißt plötzlich, ja, bist ein cooler Typ, kannst mega viel, aber die Stelle gibt es nicht mehr. Und dann stehst du da und denkst so, scheiße, ja, was mache ich da? Und dann kam für mich das erste Mal so das Gefühl, okay, ich kann mich nicht als Angestellter so verwirklichen, wie ich möchte. Mhm. Und das ist auch ganz, ganz wichtig mit Menschen, wo ich dann wieder wegen der Selbstständigkeit spreche. Was ist deine Motivation, selbstständig zu sein? Und meine Motivation oder der Wert, wo dahinter steht, in meinen Augen, ist einfach nicht das Geld in erster Linie, sondern die Selbstverwirklichung, die Selbstbestimmung. Und die Kreativität, die natürliche Kreativität, die jeder in uns hat, einfach auszuleben und so zu leben, wie man möchte. Und das ist das, was ich glaube, die Selbstständigkeit, das Größte ist in der Selbstständigkeit. Und als zweiter, dritter Position dann halt wirklich das Geld, wo man kann sagen, okay, je nachdem, wie man reinsteckt, kommt natürlich auch hinten was Geiles raus. Voll. Und ich denke mal, dass man diesen Mut, den man ja spricht, man kann sich ja nebenbei ja schon was aufbauen. Und was ich immer gesagt habe zu jedem, der mich gefragt hat, Lisa, glaubst du, die Selbstständigkeit was für mich ist? Und dann habe ich gesagt, weißt du, hundertprozentig sagen kann man es sich nicht einmal selber. Ja. Nur das Thema ist, du kannst jederzeit wieder eine Anstellung zurück. Das heißt, es ist ja, viele verhalten sich so, als ob dieser Weg in die Anstellung dann geschlossen wäre, als ob es da irgendwie so eine magische Wand runterfahren würde, die sagt, sag goodbye zur ewigen Anstellung, jetzt bist du alleine in dieser großen, weiten Welt, sondern nein. Also selbst wenn jetzt Your Choice pleite gehen würde, könnte ich sagen, okay, was möchte ich denn jetzt eigentlich arbeiten? Okay, Arbeit remote. Das ist ja ganz eine neue Form, die ich persönlich echt mega finde, dass man ortsunabhängig, ich habe gar nicht, bis vor ein paar Monaten gar nicht gewusst, was Remote-Arbeit heißt. Aber jetzt weiß ich es, dass man ortsunabhängig für jemanden anderen auch noch zuarbeiten kann. Und das finde ich auch extrem spannend. Ja, genau, absolut. Also dieses Remote-Thema, wo du jetzt gerade angesprochen hast, ist natürlich auch ein Teil von dem, was ich lebe. Ich bin ja, ich stelle mich dahin und sage, okay, ich unterstütze Menschen, die genau das möchten. Diese Remote-Arbeit, New Work, dieses Modern Business Life, wie ich es auch nenne, dass man einfach ganzheitlich sich ein Leben erschaffen kann und sagen kann, okay, ich bin ortsunabhängig am Arbeiten, digital unterwegs. Ich kann das, was ich mache, das, was ich liebe, kann ich auch von unterwegs machen. Heißt aber nicht, dass man das von Bali aus machen muss. Heißt nicht, dass man das in Prag machen muss, wie digitale Nomaden so leben. Ich sage jetzt mal dieses Klischee vom Rumreisen und Arbeiten. Nein, es hat einfach auch für andere Menschen den Vorteil, sich ein Leben zu gestalten, wo sie zum Beispiel ein Familienleben nebenbei wirklich genießen können. Das heißt zum Beispiel, wenn ich da an Alleinerziehende denke oder auch an Familien oder Elternteile, die zum Beispiel sehen möchten, wie ihre Kinder aufwachsen, können sich dann frei einteilen, ob sie vielleicht 50% zu Hause arbeiten und 50% vielleicht noch im Büro, weil es ist ja auch schön, sich mit Kollegen auszutauschen und so. Und das ist halt geil, diese Freiheit, die man dafür daraus gewinnen kann. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass jeder dafür geschaffen ist und dass auch jeder das machen muss, überhaupt nicht. Ich glaube aber, dass man durch diese neuzeitlichen Möglichkeiten, die halt die Digitalisierung mit sich bringt, viel mehr Lebensqualität aufbauen kann. Und früher hieß es ja auch so Work-Life-Balance. Work-Nice-Balance ist auch geil, habe ich auch schon gehört von unserem gemeinsamen Work-Nice-Balance, das ist auch nicht schlecht. Der Olli hat das mir jetzt mal so erklärt, der Olli, unsere gemeinsame Bekanntschaft, sage ich jetzt mal. Ja.
Er hat das so formuliert, Work Nice Balance, finde ich auch geil, aber es geht einfach um diese Freiheit, wo man sich sagen kann, okay, es ist doof, wenn ich nicht erlebe, wie meine Kinder zum Beispiel groß werden. Und da ist eine gewisse Frustration ja dahinter, diese Angst auch irgendwas zu verpassen. Und die kannst du dir halt erschaffen, indem du sagst, oder die kannst du dir halt wegnehmen, indem du sagst, ich mache genau so ein Business. Und es funktioniert halt auch. Und du musst nicht selbstständig sein. Das ist ja auch das Geile. Ortsunabhängigkeit kannst du ja auch im Remote für eine Firma machen. Wenn du sagst, ich will nicht dieses Risiko von der Selbstständigkeit, die gewisse Menschen damit verbinden, musst du nicht. Es gibt sehr viele Firmen heutzutage, die bereits umsatteln und auch in der aktuellen Situation erlebt man es ja, dass viele sagen, oh, jetzt müssen wir plötzlich Homeoffice anbieten und jetzt müssen wir einen Weg finden und der Weg ist da. Man muss es nur wollen. Also ich Auch glaube, als das Firma. wird jetzt ganz viel transformieren, auch bei uns, oder? Ja. Weil alle das irgendwie so technisiert haben. Ich habe einen Freund, der hat ein Architekturbüro und der hat jetzt an alles sozusagen so eingestellt, dass jeder von zu Hause aus arbeiten kann ohne Probleme. Das heißt, selbst im Architekturbereich ist eine Form des Remote Working wirklich möglich. Und ich glaube, das wird jetzt ganz, ganz viel verändern, dass jetzt an die Leute dazu gezwungen wurden. Und somit die viel mehr Freiheit für die Mitarbeiter entsteht. Ja. Und Remote Working, ja, mit dem könnte ich mich noch so neben der Selbstständigkeit anfreunden. Also das Ja. wäre für mich noch so der Plan B. Und ich habe jetzt hier die EF und so auch, aber das ist Plan B. Na, sehr cool. Weil das ist ja das, was auch bei uns, bei meiner Beziehung, also bei meiner Freundin und mir, bei der Resi, war ja Ja. das auch so, wir sind mal gestartet auf der Weltreise und haben überlegt, okay, wie machen wir Geld? Und dann kam die Selbstständigkeit ins Spiel, weil wir kennen viele Travel-Blogger und so, haben da viele Leute persönlich kennengelernt, was sehr, sehr nice war immer. Und sind da sehr, sehr dankbar auch für diese Zeit. Und danach haben wir so mal den Weg eingeschlagen, haben mit ihrem Skill, wo sie halt hat, aus dem Banksektor, Finanzsektor, haben wir diesen Brand erschaffen mit der Finanznomadin, was auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Wir haben das Selbstständige in den Finanzfragen unterstützt. Hat von Anfang an wirklich sehr gut funktioniert. Aber danach hat die Resi für sich festgestellt, oh, das ist eigentlich gar nicht das, was ich möchte. So, von den Werten her, die sie selber lebt. Sie sagt aber trotzdem noch, dieses Ortsunabhängige, als Angestellte zum Beispiel auch, ist was, was sie für sich entdeckt hat und sagt, genau das möchte ich, weil sie hat Familie in Deutschland, wir haben Freunde in Deutschland und so weiter und so fort. Wir haben hier in der Schweiz Freunde und natürlich auch auf der ganzen Welt mittlerweile viele Leute kennengelernt. Und wir möchten uns das nicht nehmen lassen, um herzugereisen oder halt irgendwo zu leben, wo wir das uns so vorstellen. Und das ist ein Wert, dieser Freiheitswert, wo wir halt in diesem Remote-System sehen. Ich für mich sage, ich möchte noch einen Weg weitergehen. Ich möchte meine Kreativität, meine natürliche, wo ich immer gefühlt habe, dass das irgendwie blockiert ist im Der Angestelltenverhältnis. kleine goldene Käfig. Ja, Setz ich dich möchte, hinein und schau, dass es da gefällt, ja? absolut. Und ich persönlich möchte daraus, möchte mir das aufbauen. Aber wichtig auch, was du vorhin gesagt hast, dieses, wenn es mal nicht mehr klappen sollte, aus was für einem Grund auch immer, das können ja tausend Faktoren eine Rolle spielen, dann habe ich auch kein Problem, eine Zeit lang wieder irgendwo arbeiten zu gehen, dass halt das Geld reinkommt, schnelles Geld machen und trotzdem, und ich sehe das nicht als irgendwie Verlust, das Verlieren von irgendwas, sondern ich sehe es einfach als weiterer Step da. Da macht man halt mal einen Schritt zurück, dass man danach 5 Schritte vorwärts machen kann. Ja, Und ist das so ist ganz, lustig, ganz weil wichtig. wir haben nämlich da einen Kommentar, es gibt keinen Plan B. Ich bin der Meinung, Plan B lenkt von Plan A ab. Wie seht ihr das? Also für mich ist der Plan B immer eine Form der Freiheit für den Plan A. Weil wenn ich schon nur mit Plan A gehe und den Plan B gar nicht rechts oder links sehe, dann wäre es für mich nicht möglich, schnell zu reagieren. Und das braucht man aber manchmal ganz schnell zu wissen, was ist der nächste Schritt. Dementsprechend, aber ich glaube, es ist divers betrachtbar. Es ist nur für mich extremes Gefühl von Freiheit, dass ich, wie war's, dass ich Kellnern gehen würde. Warum denn Ja, nicht? Warum soll ich da absolut. eine Zeit lang Kellnern gehen? Gefällt mir total Absolut. gut, habe ich auch schon gemacht. Ja, und das ist genau das, was Bin ich für alles sage. offen. Ich habe ja schon immer gerne mit Menschen zusammengearbeitet. Ich bin ja so der Kumpeltyp und so locker drauf und alles. Und das ist genau das, weißt du, ich habe kein Problem mehr, wenn ich sage, okay, für das große Ganze, für meine Freiheit, meine zukünftige, aber aus irgendeinem Grund muss ich jetzt zurück ins Angestelltenverhältnis. Ich gehe auch an der Tanke arbeiten. Ganz ehrlich, Ja, ich habe da voll. Kundenkontakt.
Ich kann da meinen Kopf abschalten, weil ich muss ja so arbeiten, wie das der Arbeitgeber dann will. Ich muss nicht über Prozesse im Hintergrund nachdenken, sondern ich gehe da arbeiten, mache meinen Job und kriege dafür dann das Geld. Und das ganz, ganz wichtig für das Große und Ganze, genau, ja, einfach einen Schritt vielleicht zurück zu machen, gefühlt einen Schritt zurück machen, aber im eigentlichen Sinn macht man einen Schritt vorwärts oder fünf Schritte vorwärts. Ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Und ich finde, das ist das Schöne, wenn man, seitdem ich eben selbstständig bin, ist es für mich so, dass ich wirklich das hundertprozentig weiß, dass ich die Selbstverwirklichung in meinen Händen halte. Und mir ist das aufgefallen, ich habe als erstes natürlich mit einer Anstellung gestartet. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ich habe die Verantwortung an meinem Chef übergeben, dass der dafür zuständig ist, dass ich mir jetzt da selbst verwirklichen kann, Herrin. Also ich war nicht immer so reflektiert wie jetzt, sondern ich habe dann schon gesagt, die ist gemein, die lässt mir das nicht machen und bla bla bla. Und jetzt schäme ich mich teilweise dafür, weil ich jetzt verstanden habe, das ist nicht der Job, das ist meiner zu sagen, das ist nicht mehr der richtige Platz da für mich. Ich muss nicht warten, bis sie sagt, das geht nicht. Ja. Und das, glaube ich, verwechseln auch viele, die im Angestelltenverhältnis sein, dass sie so sehr gewohnt sind, dieses System, in diesem System zu leben und sich vielleicht an Entscheidungen unterzuordnen, dass sie ganz vergessen haben, dass sie das selber entscheiden dürfen, dass sie selber gehen dürfen. Natürlich braucht es dafür Mut, aber es ist sozusagen, da fängt die ganze Spannung dann ja an, die spannende Zeit. Ja. Ganz kurz, ich würde das gerne auch noch kurz aufgreifen und danach vielleicht noch Fragen aufgehen, die da noch drin sind. Ja, wir reden schon wieder so viel, gell? Die ganze Zeit. Auf jeden Fall, ich bin da voll bei dir. Das muss man lernen zu erkennen. Und ich war total unreif, sehr, sehr lange. Dieses Mindset, was ich mir aufgebaut habe mittlerweile, diesen Mindshift auch gemacht habe. Die Susi hat so nett geschrieben, ich habe da so einen Sprung gemacht. Bin so ja, habe ich gelesen. Ja. Und danke, Susi, für das Kompliment auf jeden Fall. Aber es geht darum, ich habe gelernt, selbst Verantwortung zu übernehmen für mein Handeln, für meine Gedanken und auch für das, was ich möchte. Es ist einfach, als Angestellter immer gegen den Chef zu wettern und zu sagen, oh, ist das wieder ein Idiot, jetzt müssen wir sowas wieder machen. Aber der Punkt ist, du musst das nicht machen. Genau. Der Punkt ist, du kannst jederzeit die Türe rausmarschieren und sagen, leck mich am Arsch, wenn ich das so sagen darf bei dir. Natürlich alles raus. Super, bin ich froh. Aber wirklich so halt, hey, mir hat es sau gut getan damals, weil bei mir auch so im letzten Job, wo ich war, plötzlich viele Veränderungen passiert sind. Und ich war da so wütend auf diese Leute lange. Und irgendwann kam dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es ist immer noch nicht mein Ding, was da passiert ist. Aber warum sollte ich auf die wütend sein? Ich bin doch der Mann, der das macht. Ja, ich will ja das Geld schlussendlich und muss das akzeptieren. Entweder ich kriege die Kohle oder ich mache halt was anderes. So, und dann bin ich zur Tür, bildlich dargestellt, zur Tür raus, habe gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal. Und dann, ist dann das mit der Weltreise gekommen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, die Selbstverantwortung zu erkennen, die man halt wirklich hat. Und nicht unzufrieden sein mit dem, was gerade abgeht um sich rum, sondern jeder hat es von uns in der Hand, das zu ändern. Und da ist mir egal, wenn jemand sagt, ja, aber ich bin doch geldabhängig. Ja, klar, aber du kannst ja auch den nächsten Job einfach mitnehmen und das gleiche Geld wieder kriegen, wenn du da nicht glücklich bist. Punkt. Total, ich bin voll deiner Meinung, weil man kann ja immer, egal was es ist, im Austausch, was man macht, manchmal ist man einfach sich zu schade für gewisse Handlungen, wie zum Beispiel kennen oder so, aber das ist dann immer wieder im Mindset verhaftet. Yes. So, die Susi hat ganz umgeschrieben, aber auch, wenn es im ersten Moment scheint, als wäre eine Investition eine Fehlinvestition, wird es irgendwann etwas nützen, glaube ich, beziehungsweise merke ich gerade selbst. Ja, ja. Genau. Genau. Willst du da was sagen? Hast du da was zu sagen? Oder? Ja, also bei mir war es so, dass teilweise ich mich schnell hinterfragt habe, ob die Investition eine Fehlinvestition war, wenn ich die Ergebnisse nicht gleich gesehen habe. Das heißt, mein Hirn war sofort getriggert, war das jetzt ein Fehler, das zu investieren? Ja. Das hat jetzt bis jetzt noch nichts gebracht. Oje, na, das war jetzt bestimmt ein Scheiß, Lisa. Und Entschuldigung, jetzt habe ich das Wort auch gesagt. Aber es ist grundsätzlich so, dass ich mir denke, dass wir ja nur selber entscheiden, dass das eine Fehlinvestition ist. Und manchmal brauchen Investitionen länger. Ja. Und selbst eine Fehlinvestition ist keine Fehlinvestition. Weil wenn ich lerne, dass diese Richtung mir nichts bringt, ist automatisch schon wieder Learning, weil dann mache ich es nie wieder. Ja. Ja, mega. Wir haben ja gestern, ich mache jetzt kurz mal Selbstwerbung für meinen Podcast. Ich und die Resi, wir haben ja gestern eine mega coole, wirklich tiefgründige Folge zusammen aufgenommen, wo es um Veränderungen geht. Und da ist auch diese
diese Frage, wenn man Entscheidungen trifft, ob man falsche Entscheidungen treffen kann wegen Veränderung. Und ich bin der Meinung überhaupt nicht, und das auch mit Investitionen so. Investitionen, da, Danke da, vielmals. gerne, Auf jeden gerne. Fall ist das ja genau dasselbe. Es gibt keine falschen. Und das ist ganz, ganz wichtig, was du ja gerade sagst. Es ist wirklich so, dass man einfach ja, irgendwo rein investiert und dann vielleicht in dem Moment nicht das erwartete Ergebnis hat und dann wird man enttäuscht. Also durch Erwartungen wirst du grundsätzlich immer enttäuscht, weil es meistens nicht das so kommt, wie man es sich vorstellt. Aber im Nachhinein, wenn du mal ja, diesen Shift machst und von der anderen Seite drauf schaust, dann hat es doch immer wieder was Gutes. Also ich sehe das auch so, Investitionen oder Entscheidungen genauso und eine Veränderung auch. Viele Menschen haben Angst, sich zu verändern, weil ja, einen gewissen Konflikt mit sich selber natürlich da im Raum steht. Man muss sich wieder mit irgendwas auseinandersetzen und niemand will ja eigentlich diesen Schmerz erleben von Veränderungen. Und das auch so allgemein im Business, darum sind ja viele Leute im Angestelltenverhältnis, weil nicht aus dieser Komfortzone raus, nicht weiterentwickeln, aber lieber danach dann jammern über das, was gerade so um sich herum passiert, also im Umfeld passiert. Und ich finde, dass das Scheitern immer das Produkt daraus ist, dass du dich selbst abwertest für das, was du gemacht hast. Das heißt, wenn ich zu mir sage, ich bin gescheitert, habe ich nichts anderes gemacht, als mich für meinen Weg vielleicht in der Form abzuwerten. Das heißt, niemand von außen kann kommen und dir erklären, dass du das vielleicht nicht richtig gemacht hast, sondern das bist du immer selbst. Das heißt, wenn wir lernen, das zu transformieren, das bete ja immer, dass ich sage, es gibt keine Fehler, dann ist man sozusagen viel freier in seiner Handlung, weil man ja weiß, dass selbst der Weg, den man eingeschlagen hat, der was vielleicht nicht derjenige war, der was an richtig war, musst du den Mut haben, das anzuerkennen, musst den Mut haben, umzudrehen und automatisch ist das ja schon kein Fehler mehr. Ja. Ganz kurz zu Nanook, ihr habt Kreativität angesprochen. Was würdet ihr Tipps geben, sich mit der Kreativität zu verbinden? Genau. Mo, das siehst du ihn mit deiner Expertise, hau mal raus. Ja, also ich finde es erstmal sehr, sehr wichtig, dass man das ja auch macht für sein eigenes Business, für sein eigenes Sein, dass man genau das macht, wo man auch lebt dafür. Und wenn das jetzt irgendeine kreative Ader ist, ich, I don't know, Geschichte schreiben oder so, dann kann man sich überlegen, okay, wem kann ich mit meinen Fähigkeiten, mit meinen kreativen Ader, wen kann ich damit glücklich machen oder unterstützen, dass der Mensch einen Mehrwert draus hat? Und ein Business aufbauen heißt, einen Mehrwert kreieren für andere und dann rauszufinden, wie man diesen Mehrwert vermehren kann. Und daraus, die Leute sind bereit, für Mehrwert Geld zu geben. So, das ist alles im Business. Im Business, wenn wir das mal ohne Romantik und so sprechen, es geht auch darum, Geld zu verdienen. Ganz klar, weil sonst kann man ja den eigenen Traum nicht leben. Und unser System ist im Moment noch auf Geld aufgebaut. Und darum ist es wichtig für uns, dass wir mit dem, was wir tun, Geld verdienen können. Auf die eine oder andere Weise. Wie viel das auch immer ist, muss jeder selber entscheiden. Aber grundsätzlich wichtig, das, was man macht, sollte jemandem einen Mehrwert geben. Ob das jetzt eine Angst ne nehmen ist, ob das jetzt das andere Business weiterbringen ist, wie es vielleicht Social Media Market zu machen und so weiter. Man soll einfach das, was man liebt, schauen, dass man damit irgendwie eine Lösung für andere kreiert und Problemlöser sein, sage ich auch immer. Und durch das wird dieser Prozess vom Business passieren. Es ist ja das, was wir beide auch gelernt haben. Ist einfach so dieser einfachste Businessplan, wie Rob das auch immer sagt, Robert Plavitz. Er sagt das ja, keine Ahnung, such dir eine Zielgruppe, schau, was die für eine Herausforderung haben, löst das Problem oder die Herausforderung und dann musst du noch ein bisschen Marketing und das Ganze machen und dann hast du dein eigenes Business. Und so funktioniert das im Grundsatz auf jeden Fall. Deshalb, liebe Nanook, vielleicht hast du Zeit, dich heute mal hinzusetzen, zu schauen, was deine Fähigkeiten sind, was für die Probleme du von Menschen gerne lösen würdest, und daraus kannst du dann sozusagen weitergehen und dir einmal eventuell eine Dienstleistung oder halt eine Leistung kreieren, mit der du Geld verdienen Ja, könntest. auf jeden Genau. Fall. Und auch gerne, Nanook, du hast ja mir auch schon geschrieben und so. Gerne, ich bin dir da gerne behilflich und so weiter und so Große fort. Empfehlung, das ist so gut, wenn man oben ist. Ja, stimmt. So. Nee, aber danke. Nee, aber es ist halt wirklich so. Ich glaube auch gerade am Anfang fragt man sich genau diese Frage: Was kann ich denn oder wie kann ich das, was ich eigentlich liebe, ummünzen in Business? Und eigentlich die Frage einfach: Wie kann ich ein Problem mit dem
was ich gerne mache, ein Problem lösen für andere oder eine Unterstützung sein auch, sage ich auch sehr, sehr gerne. Voll. Yes. Und was hat die liebe Katrin geschrieben? Mir hilft der Satz, in diesem Moment wusste ich es nicht besser. So ist es. Wir handeln immer aus bestem Gewissen. Und richtig. Das beste Gewissen ist eigentlich schon wieder praktisch eine Bewertung unserer Seite. Es gibt gar kein böses Gewissen oder keinen falschen Weg. Es gibt nur den Weg, das Gewissen. Genau. Wir wachsen nur mit Erfahrungen. Aus Erfahrungen raus lernen wir wieder. Also sprich aus Fehlern raus. Wenn wir Fehler machen, machen wir halt Fehler. Aber die dürfen wir im Gewissen dann auch loslassen und sagen, okay, 20 Mal den Weg geht nicht. Gut, dann gehe ich mal den Weg. Ah ja, funktioniert. Und so geht es weiter. Und jetzt würde ich cool finden, wenn wir vielleicht noch auf ein paar Facts eingehen für Leute, die sich wirklich selbstständig machen wollen, um unsere Erfahrungen mit der Selbstständigkeit zu teilen. Was vielleicht wichtig wäre zu transformieren. Würde euch das interessieren, ihr Lieben? Wenn ihr da noch einmal ein bisschen drüber sprechen oder gibt es etwas anderes? Wollen wir mal da ein bisschen interaktiv losgehen? Wenn, wenn ihr findet, dass das cool ist, bitte ein paar Herzchen schicken, dann fangen wir jetzt einmal ein bisschen an, uns über die Selbstständigkeit zu unterhalten. Also bitte gerne, wenn ihr Lust habt. Oh ja, da kommen ein paar Herzchen. Ja, das hast du gesehen? Ich habe gerade weggeschaut. Scheiße. Ich sehe sie. Da kommen sie wieder. Ja, dann hauen wir mal raus. Willst du anfangen, Mo? Na, bitte du. Okay, ich. Gut, Thema Selbstständigkeit. Also eines der größten Dinge, die sich bei mir, die wirklich wichtig waren, um die Selbstständigkeit zu verstehen, ist Thema Geld und Umgang mit Thema Geld. Weil ich verstanden habe, dass dieses Geld, was auf meinem Konto ist, unter anderem nicht hundertprozentig mir gehört. Was will ich damit sagen? Ich habe mich selbstständig gemacht vor mittlerweile 6,5 Jahren und da ist dann, hat man so einen Kurs besucht auf der WKO, wo dann uns die Unternehmensformen erklärt wurden und dann hat es einen Kurs gegeben, den was uns alle empfohlen hat, schaut bitte den Kurs an, das verflixte dritte Jahr. Und ich habe mir gedacht, so, was meinen Sie denn da? Ja, Sie müssen diesen Kurs besuchen. Ich habe mir gedacht, okay. Wieso muss ich diesen Kurs besuchen? Ja, in Österreich sterben die meisten Unternehmen nach dem dritten Jahr. Wieso? Bei uns gibt es in den ersten 3 Jahren eine Förderung, sodass viele Kosten minimiert werden für uns, um uns den Weg zu erleichtern. Aber der Fun Fact about that ist, dass du es indirekt in einer Vorzahlung wieder rückzahlen musst. Das ist ein bisschen verwirrend aufgebaut, aber wer in Österreich sich selbstständig macht, ich weiß nicht, da können wir dann gerne über die Schweiz reden, ist es so, wenn ihr lernt, dass das Geld, was auf eurem Konto ist, die Energie, die was da ist, dass ihr nicht gleich mit der vollen Energie wieder breit, also wirklich die wieder verwendet, das ist wie im Leben, wie du immer so schön sagst, das Leben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Genauso ist es auch mit Thema Geld in der Selbstständigkeit. Ihr habt 50% meines Geldes immer zur Seite gelegt am Anfang. Und vor allem, ich habe wirklich geschaut, nicht nur die Investition des Unternehmens und für Remote braucht man manchmal ja nicht viel, außer Homepage und Computer. Für mich beim Friseursalon war es schon mehr. Ja. Das heißt, ich habe gewusst, ich brauche einen Kredit für den Friseursalon. Ich habe gewusst, ich brauche ein halbes Jahr mindestens Geld, wo ich meine Fixkosten mit Wohnung, Essen und Auto abdecken kann. Und gleichzeitig muss ich 50% des Geldes, was da ist, direkt auf ein anderes Konto schieben, sodass ich es gar nicht sehe, weil ich mit dem Geld nicht handeln darf, sodass ich langfristig gesehen kein Problem habe. Und ich finde, es ist auch finanziell gesehen immer leichter, sich langsam zu steigern. Es tut am Anfang nicht weh, weniger zu haben, weil man hat meistens eh keine Zeit, das Geld für irgendwas auszugeben, wenn man ja eh arbeitet. Und das, glaube ich, war für mich das Wichtigste. Dass die Sicherheit auch finanziell gesehen dahingehend liegt, dass diese ganze Energie, die vorhanden ist, einmal 50% als eure Reserve dienen darf, damit ihr langfristig auch wirklich erstens einmal erfolgreich seid. Und das dient mir jetzt auch zu Corona-Zeiten, da jetzt nicht die ganze Zeit irgendwo zu denken, ich springe jetzt vom Balkon, aber bei Lampoch war es, dass ich gewisse Rücklagen gebildet habe. Und das ist eines der unternehmerischen Hard Facts, die ich jeden aufs Leben mitgeben kann. Richtig. Weil dann seid ihr frei. Ja, total. Ich finde das so wichtig, was du sagst, den ganzen Menschen da draußen auch mal klar machen. Ich bin erschrocken jetzt, wie durch die ganzen Infos, wo reinpassen, auch durch die aktuelle Situation mit Corona, wie viele Selbstständige wirklich von Monat zu Monat leben und jetzt natürlich komplett Geld verloren haben, 90% von dem, was sie hatten, einfach wegbricht von den Einnahmen und sie plötzlich wirklich Existenzängste haben. Und ich glaube aber, das fängt ja auch schon früher an, dass man einfach den Umgang mit Geld sich mal überlegt, okay, wo lasse ich Geld liegen, wo es eigentlich nicht braucht. Ich war früher auch so, weißt du, ich habe mal 2.000 Euro verdient, dann plötzlich habe ich mal 7.000, 8.000 Euro verdient und ich hatte nie Geld auf der Seite, weil ich einfach dementsprechend auch gelebt habe. Und das muss man sich mal im Kopf
überlegen, wie viel Geld ich für Sinnloses ausgegeben habe, wo einfach kein Mehrwert mir gegeben hat. Und das, was du sagst, ist so, so wichtig, sich von Anfang an Gedanken oder das Bewusstsein zu entwickeln, dass man nicht viel zum eigentlichen Leben braucht, sondern man legt es auf die Seite und dann kann man es clever investieren. Das muss nicht, das hat nicht unbedingt was mit Sicherheit zu tun oder Angst haben von irgendwas, sondern es geht einfach darum, dass man eben sein Business weiterbringt, auch langfristig gesehen. Und genau, du hast es vorhin gesagt, ich sage es ja immer, das Leben ist kein Sprint, es ist Marathon und das mit dem Businessaufbau auch so. Und da komme ich zu meinem Tipp. Ja, dieses exponentielle Wachsen ist ganz, ganz wichtig, dass man das sieht. Hört auf Leute zu hören, die euch sagen, morgen oder übernächste Woche seid ihr Millionäre. Das Ja, Entschuldigung. funktioniert nicht. Und jeder, der jetzt sagt, ja, aber dann machst du das falsche Business. Nein, es ist nicht richtig. Und das sagt dir einfach jede Person, die langfristig ein Business aufbauen will. Und ich sage es nochmal, meine Intention von einem Geschäft aufbauen ist nicht, ich mache viel Geld in kürzester Zeit, sondern dass ich mich selber verwirklichen kann, meinen Werten nach, meinen Traum zu verwirklichen, nach meinen Werten zu leben und dann auch nach einer gewissen Zeit Geld zu verdienen, dass ich halt diese gewisse Freiheit, wo für mich wichtig ist, leben darf. Und ja, ich glaube einfach, dass viele Leute da draußen sind, auch gerade junge Leute, digital sich probieren, irgendwie selbstständig zu machen mit Affiliate-Marketing oder sonst irgendwas. Und das ist alles coole Konzepte. Ich bin da auch voll Fan davon. Aber einfach mit der falschen Vorstellung, dass sie morgen Millionär sind oder nächste Woche. Und das funktioniert halt nicht. Das Er beschreibt funktioniert das nicht. auch voll gern mit so einem Baum. Also man kann sich ja Ja. vorstellen, wenn etwas exponentiell wächst, ohne dass es wirklich Wurzeln sind für mich nichts anderes wie Rücklagen oder Sicherheit von wirklichen Mundpropaganda von Menschen, die bereits wirklich an die glauben, das sind eine Wurzeln. Und wenn du das alles nicht hast, weil du das teilweise im Marketing investierst, was alles Fake-Likes, Fake-Follower, Ja. den ganzen Scheiß, dann wachst du da ganz schnell aus dem Boden aus. Oder du fühlst dich vielleicht geil, oder du sagen kannst, du hast so und so viel Follower, und das Problem ist, dann kommt da ein kleiner Windstoß und den ganzen Baum fetzt es um, weil du keine Wurzeln hast. Und desto breiter du unterhalb aufgestellt bist, da kann es so wie jetzt ein kleiner Corona-Tornado geben, also kommen. Und ich weiß, ja, Joyce steht vielleicht ein bisschen, er schaut ein bisschen zerfetzt aus, aber grundsätzlich kann ich noch ein bisschen schön umarmeln und dann schaut es wieder gut aus. Und das Absolut. ist wirklich dieses nachhaltige Wachstum, was ganz, ganz, ja, was wichtig ist auch zu sehen. Also bin ich so dankbar, dass du das gesagt hast. Weil gerade auf Instagram ist mir das teilweise schon so am Zager gegangen und ich müsste ja die Zielgruppe sein, weil sonst hätte ich diese Werbung nicht gesehen. Und dass die sagen, ja, willst du dir ein Millionenunternehmen aufbauen innerhalb von 3 Tagen, dann komm in meinen Online-Kurs und dann sitzen sie auf diese fetten Autos mit dieser riesen Rolex, wo ich mir mal denke, so, Ja, wo es ja. halt alles geleast ist noch nebenbei, gell? Eine Stunde ausgeleast, ausgelehnt, ja. Ja. Ja, zudem zusätzlich, es ist wichtig, denke ich, dass man, wenn man sich ein digitales Business aufbauen möchte, so wie ich das eigentlich tue, dass man unternehmerisch denkt, erstens mal das mit dem Geld, wo wir gesagt haben, dann das zweite ist auch, man hat mehrere Standbeine. So, man sollte sich verwirklichen, oder ich muss anders sagen, ich bin auch nicht der Meinung, dass in der heutigen Zeit, wenn man so ein Business aufbaut, dass man sich in Schublade stecken kann, dass man zum Beispiel nur Autor ist oder nur YouTuber oder nur, keine Ahnung, man macht jetzt irgendwas mit Instagram oder so, sondern ich glaube einfach, dass sich das am Anfang, natürlich macht, konzentriert man sich, fokussiert man sich auf eine Sache, aber irgendwann fängt man an, auch, keine Ahnung, sich kreativ auszuleben, wie jetzt du zum Beispiel, wo nebenbei noch YouTube den Kanal aufbaust, aber du würdest dich ja auch nicht als YouTuberin bezeichnen, gehe ich mal von aus, Nein, sondern sag du ich mal, bin bist, die Lisa. genau, du bist die Lisa und du hast einen Traum um den zu nutzen, baust du dir gewisse Sachen auf und machst deine Tentakeln, sage ich jetzt mal, vom Oktopus machst du so überall hin und baust dir halt ein geiles Konstrukt auf. Also bist du Unternehmerin. Und Unternehmerin beinhaltet so viel, so viel. Also wenn du anfängst, Bücher zu schreiben, dann bist du auch nicht Autorin, sondern dann bist du viel mehr als das. Du bist du. Und Das dein wäre sonst Business. das Boxdenken der Selbstständigkeit. Da wären wir dann wieder bei dem, was wir vorhin mit der Anstellung geredet haben. Und da Absolut. fällt mir jetzt echt auf Fact 2 ein, der ganz wichtig ist beim Starten. Und das ist der Vergleich. Oh.
Also ist ein Riesenthema auch für mich noch. Ich finde, Vergleich ist wirklich eines der schönsten Dinge, um die anzuspornen und gleichzeitig eines der größten Giftsubstanzen, die du dir zuführen kannst. Es geht immer um die eigene Dosierung, die ihr auch selber in der Hand habt. Und gleich, wenn man startet, dann sagt dir jeder zu euch, macht einmal so ein Thema Recherche, macht einmal, schaut einmal, in Wien war das so lustig. Da hat mir jemand von der Wirtschaftskammer empfohlen, jetzt schauen Sie mal, Frau Matzner, wo kein Friseurgeschäft ist. Und ich habe gesagt, in jeder Straße sind 8 oder 9 Friseurgeschäfte. Wenn ich allein mit dem anfange, brauche ich es gar nicht eröffnen. Ja? Und das Thema ist auch, dass man sich da wirklich treu seines Weges bleibt. Ja. Lasst euch inspirieren, aber macht nicht den Vergleich von anderen Businesses, die Größe, den schnelleren Aufbau zu eurem Thema. Weil das ist nicht euer Thema. Ja. Und es wird immer, und das prophezeist du und der Rob, wir sein wirklich Individuen. Jeder ist einzeln und jeder, ich werde jemanden anders coachen, also es gibt so viele verschiedene Ansätze und das ist, man catcht immer die Person und nicht das Surrounding, was du da machst und das ist ganz, ganz wichtig und Vergleich ist auch ganz, ganz was Tolles, wenn man sagt, okay, da möchte ich mal hin, aber das Problem ist nur, wenn du jemanden sozusagen auf einen Stockerl hebst und die gleichzeitig aber drunter siehst, wertest du die schon ab, anstatt dass du das vielleicht als großes Ziel siehst, wo mehrere Teilsteps sind, finde ich das ganz, ganz wichtig und auch schön, dass man sich das auch gönnt und erlaubt, dass man den Vergleich nutzt, um vielleicht zu messen, oh, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen gesteigert. Ne? Ja. Also das ist, der Vergleich ist gleichzeitig wichtig und trotzdem auch toxisch. Da sollte man die richtige Dosis finden. Was sagst du dazu? Genau, absolut bei dir. Nicht links und nicht rechts schauen, sondern sein Ding durchzuziehen ist wichtig. Und auch das, dass man halt gewisse Vorbilder mal hat. Ich nehme jetzt aktuell das beste Beispiel, was mir am Anfang passiert ist oder nicht passiert ist, sondern wo ich mich sehr gerne vergleiche oder als Beispiel bringe, ist zum Beispiel genau Rob. Rob macht das, was er macht, richtig gut. Er ist Experte darin, die Leute mit ihrem eigenen Business weiterzubringen und so weiter und so fort, beim Aufbau auch. Aber er macht das auch schon 6 Jahre. Also wenn es mir jetzt vom Mindset her plötzlich so passiert, dass ich mich mit ihm vergleiche und sage, boah, krass, ich muss das und das muss ich auch machen und keine Ahnung was und fange dann an, meinen Weg zu verlassen, weil ich mich vergleiche, muss ich mir wieder ins Gedächtnis rufen, dass der das halt schon sehr, sehr lange macht und ganz anders auch macht. Und das, was du auch gesagt hast wegen Vergleichen, ich finde es auch wichtig, ich höre das immer wieder mal, gerade im Coaching-Business auch oder Experten-Business, wie man es nennen will, wenn ich Life-Coach bin, das gibt doch schon 1000 Life-Coaches. Dann sage ich auch ganz ehrlich, ja, und es sollte auch noch 1000 weitere geben oder mehr, weil jeder ist ein Individuum, jeder bringt ganz andere Stärken mit. Und das ist das Tolle an diesem selbstständigen Sein als Coach, dieser USP, wo jeder von uns haben sollte, dieses Alleinstellungsmerkmal beim Branding, wenn man es vom Personal Branding anschaut, jeder ist ein Alleinstellungsmerkmal. Jeder ist individuell und darum bring ich ganz andere Fähigkeiten mit als zum Beispiel Rob. Und Rob ist viel, viel anders, ist ganz anders als ich. Und du bist nochmal du und eine andere Person ist wieder sich selber. Und das ist das, was so, so geil ist, wenn man seine eigenen Stärken erkennt, seine Werte auch dementsprechend erkennt und leben darf, dann ist man nochmal ganz, ganz anders in einem Business unterwegs und sehr, sehr viel und sehr, sehr individueller auch. Und dann ist egal, ob es 1 Million Coaches gibt oder nur 1000, wo das gleiche Thema machen, ist egal. Hauptsache, mit dem, was wir machen, machen wir die Welt ein bisschen bunter. Ich finde das ganz eine wichtige Message auch für die Menschen. Macht das, was ihr liebt. Schaut dafür, dass ihr mit dem anderen helfen könnt auf irgendeine Art und so können wir die Welt auf jeden Fall ein bisschen verändern und auf jeden Fall bunter machen, bin ich der Meinung, absolut. Allein schon deswegen bunter, weil wenn wir alle, und ich schaue immer auf die Zeit, weil wir immer so vertieft reden und auf einmal ist das Video aus, ich denke mal, dass die bunteste Welt für mich wäre eine Welt, wo jeder Mensch glücklich mit sich selber und seinem Umfeld ist, weil diese Zufriedenheit und Liebe mit sich, mit dem, was man macht, mit dem fehlenden Neid, weil du ja sowieso deinen Weg gehst. Und das ist ja das nächste Thema. Neid entsteht nur durch die Form, dass du dich selber nicht genug anerkennen kannst. Deshalb musst du ja nach außen schauen, um da jemanden sozusagen zu beneiden für etwas, was du dir selbst nicht erlaubst. Das ist nichts anderes. Das heißt, selbst wenn ihr mal ehrlich zu euch seid, und bei mir war Neid auch ein Thema, wenn ihr merkt, ihr werdet weniger neidig, dann schaut ihr sozusagen nicht mehr nach außen, sondern seid eher
wirklich so zufrieden, weil ihr eh euren Weg geht. Das heißt, es bestärkt euch und ich wünsche mir noch, vor allem nach den jetzigen Zeiten, nach der jetzigen Umstrukturierung, dass viele mehr Leute sich selbst hinterfragen. Also gibt es auch die Powerpause, dass sie wirklich sich hinterfragen, was ist mein Leben, was ich leben will? Lebe ich es, weil ich nur den Exchange zu einem Geld ziehe? Lebe ich es, weil ich nur meine, dass ich mehr wert bin, wenn ich diesen Beruf ausübe? Oder mache ich das, weil es mich glücklich macht und weil ich geben kann? Und wenn jeder so denken würde, dann hätten wir ganz eine andere Welt, weniger Kriege, weniger Neid, weniger Hang zum Materialismus. Weil ich habe angefangen, auf mir viel weniger Sachen zu kaufen. Ja. Weil ich gemerkt habe, ich kaufe die Sachen nicht mal nur, weil ich jetzt gerade unzufrieden mit mir selber bin, sondern ich trage das, wenn ich ein neues Gewand trage, weil ich es möchte und nicht, weil ich denke, dass ich durch diese Lederjacke jetzt mehr wert bin wie früher. Ja. Und das transformiert auch alles, wenn ihr anfangt, euch selber zu hinterfragen, für 30 Jahre guckt raus, euch selber zu hinterfragen, was für euch wichtig ist. Und das werde ich immer wieder predigen. Ich werde so richtig am Zager gehen damit, das weiß ich jetzt schon. Weißt du, das ist genau das. Es geht schlussendlich ums Mindset, was man in sich tragt. Aber nicht fürs Business, nicht für irgendeinen Job, den man macht, sondern für sich selber. Darum ist mir diese moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung im Coaching selber so, so wichtig. Es geht darum, dass man sich ein Fundament aufbaut, das einfach standhält gegen jeglichen Einfluss von außen. So, und auch versteht, man kann Einfluss von außen nicht einfach abschalten. Den wird es immer geben. Aber damit umzugehen, sich ein Bewusstsein zu entwickeln, dass man so leben darf und soll, wie man möchte und dass von außen irgendwas immer kommen wird, aber die innere Sicherheit sich dann aufbaut und sagt, okay, ich bin diese Person, wo ich bin und darum bin ich geil und darum habe ich Erfolg in dem, was ich auch immer tue, ob das jetzt ein eigenes Business ist oder eine Partnerschaft oder, keine Ahnung, eine Freundschaft mit jemandem. I don't know, ich finde das Mindset so, so viel das Krasseste überhaupt, egal für was man was macht. Das richtige Mindset bringt dich immer weiter. Mhm. Vom Außen zum Innen, das lernen wir jetzt alle. Weil jetzt draußen alles still liegt, werden viele natürlich nervös, weil sie sich mit dem Inneren beschäftigen müssen. Da kommt jetzt natürlich noch mehr raus, wenn sie zu Hause bleiben müssen. Ja? Wenn sich jemand schon einmal wirklich in eine Vipassana hineingetraut hat. Ich vergleiche Corona und die Maßnahmen nichts anderes wie so Ort wie Vipassana, wo du wirklich eingesperrt wirst. Und das habt ihr bestimmt auf eurer Reise einmal gemacht und erlebt, dass desto stiller du wirst, desto stiller das Außen wird, desto lauter werden Stimmen, Anteile, unverarbeitete Dinge im Inneren wirklich laut. Und dass manche denken halt immer, das ist das Außen, jetzt sind die bösen Nachrichten, die kommen. Natürlich, die triggern, die beeinflussen. Ja. Aber das, was in euch drinnen ist, macht keiner in euch rein, sondern das kommt jetzt an, weil es den Platz hat. Ja. Weil es heißt, okay, außen ist jetzt leise, dann klopfe ich mal kurz an, hallo, du hättest mir jetzt 5 Jahre verdrängt, ich hätte jetzt Zeit zum Rauskommen, du auch. Und dann fragt die das Ding nicht, die namens Emotion, sondern das stürmt aus dir raus und denkt sich, Party! Und damit lernst du umzugehen. Und das ist auch ein Weg der Selbstständigkeit, die oder der Berufswahl, die dazu beitragen kann, mit sich selber im Reinen zu sein. Ja. Das ist genauso. Mega. Sehr, sehr cool. Ja, voll cool. Ich wollen wir nochmal die Fragen eröffnen, weil wir sehen zwar bald aus, aber ich habe schon fast das Gefühl, dass ich ein zweites Live mit dir noch eröffnen werde, wenn die Leute da Lust haben. Weil das ist wenn noch irgendwelche Fragen sind, gerne. Ich nehme die Zeit, gerne. Cool, dann lasst es einmal da mal raus, falls ihr noch irgendeine Fragen an uns habt. Und Mo, vielleicht könnte man sowas noch einmal machen, weil das wäre ja wirklich cool, vor allem Thema Selbstständigkeit, wenn die Leute da Fragen haben, dass man das noch einmal in nächster Zeit einmal machen. Ihr Lieben, wenn ihr noch irgendeine Fragen an uns habt, dann haut sie in die Tasten. Ihr könnt uns hier so auch erreichen, aber jetzt im Chat natürlich auch. Ich möchte mich bei euch auch bedanken, dass ihr so konstant da wart, dass ihr Fragen gestellt habt. Das ist wirklich ein ganz tolles Live gewesen. Danke, danke an euch, dass ihr da so aktiv mit dabei wart zum Thema Anstellung versus Selbstständigkeit und Selbstverwirklichung. Genau. Aber es scheint recht ruhig zu sein. Hat es euch gefallen? Wollt ihr uns ein paar Herzeln schicken, wenn es so ist? Zeigt mal, dass ihr uns liebt. Ja. Tobi macht das immer so. Zeigt mal, dass ihr mich gerne habt. Ja, genau. Liebt ihr uns? Sehr, sehr gut. Cool. Danke. Ja, ich hab 4 Herzen gesehen. Ja. Nee. Aber danke, dass ihr dabei seid. Ah, da kommen sie. Oh, danke schön, ihr Lieben. Sehr, sehr danke. Cool, nee. Mo.
Ja, Lisa, wenn da keine Fragen mehr sind von der Community, I don't know, wie du das handhaben willst, aber vielleicht sagen wir einfach, okay, wir machen irgendwann wieder mal ein Live über genauso Themen und vorher können wir auch wieder Fragen sammeln. Sehr, sehr gerne. I don't Voll know. gern. Ja, sage Voll, ich ein voll bisschen viel gern. I don't know im Moment. Keine Ahnung, von wo ich das wieder Das klingt aufgenommen aber cool, Mo. habe. I don't know. I don't know, yeah. Aber es wäre besser, wenn ich es wüsste, statt I don't know, you know. Aber das Coolste daran ist, du weißt es ja trotzdem. Ja. Aber es ist manchmal cool, also zu tun, als ob man es nicht weiß. Ich habe keine Ahnung. So witzig. Ja, Sehr man muss cool. über sich selber lachen und sich nicht immer so selber so ernst nehmen. Absolut. Nehmt das Leben mit Humor. Das ist was, was Ja. ich sehr, sehr verlernt habe. Auch ich weiß noch, in meiner Ausbildung damals hat mir jemand mal gesagt: Mo, bleib das Leben lang so, wie du bist, mit dieser Leichtigkeit und mit diesem Humor. Und ich sag dir, ich habe das im letzten Jahr wieder gefunden, diese Leichtigkeit durchs Leben zu gehen, egal was passiert, diese innere Stärke zu haben und sagen, okay, ist gerade nicht so cool, was passiert, aber ich kann damit umgehen. Und wir finden zusammen oder alleine findet man den Weg und keine Ahnung, es gibt immer einen Ausweg für alles, immer. Man hat immer die Immer. Nur Möglichkeit. wir dürfen uns auch erlauben, ihn zu sehen. Das sage ich immer. Das liegt auch Ja, immer an euch, dass ihr das erlaubt, dass ihr das richtig, seht. richtig. Und Das ist voll wichtig. ich sage es auch nochmal gerne, so diese Selbstgeißelung. Niemand wird so geboren mit diesem, niemand ist so Dalai Lama-mäßig unterwegs, wo alles weiß, diese Weisheit. Nein, man muss sich damit auseinandersetzen und dann lernt man Stück für Stück. Und am Anfang ist alles sehr, sehr schwierig und es wird einfach immer einfacher. Anders, nicht unbedingt einfacher, aber auf jeden Fall lernt man viel besser damit umzugehen. So. Mit mehr Leichtigkeit vor Ja, allem, mit ne? mehr Mit mehr Leichtigkeit. Leichtigkeit. Genau, absolut. Und vor allem, wenn man sie nicht so ernst nimmt, ist man viel authentischer. Und das ist ja Ja. nicht so anstrengend, wenn man mit Ja. einem Stock im Hintern dann da sitzt, Ja. ne? Cool. Lieber Definitiv. Mo, das waren wunderschöne letzte Worte von Das dir. war's. Tausend Dank für dieses wunderbare Das Live. ist cool. Ja. Ich freue mich, dass wir uns bald wieder hören. Puzzle mal bitte die Resi wieder. Mach ich gerne. Und genau, das muss ich jetzt so offiziell im Live sagen, sorry. Und ja, wir hören und schreiben und lesen uns und ich freue Hammer. mich sehr. Ihr Lieben, Vielen lieben danke, dass ihr Dank so für das dabei Gespräch. wart. Ja, Danke, danke danke. euch und alles Schönen Liebe. Tag. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, was für ein Live. Ich danke euch von Herzen, dass ihr wirklich so aktiv dabei wart. Wir waren teilweise heute bis zu 16 Personen in diesem Live und das ist so wunderbar. Und wisst ihr, es geht darum, dass wir unsere Expertisen extrem gern mit euch weitergeben. Das heißt, ihr seid herzlichst eingeladen, wenn wir wieder live haben, alle Fragen an uns zu stellen. Wir werden alles mit euch teilen und so können wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir unseren Weg weitergehen können. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich schon auf alle Fälle wieder auf heute am Abend und das wäre so mega. Wir haben den Elter zu besuchen, der wird original Live-Musik bei uns da spielen. Also es wird halt echt mega und der ja, war unter anderem bei X-Factor, hat schon vor Hunderttausenden von Menschen gespielt, hat aber auch keinen einfachen Weg als Künstler hinter sich und darüber wird er heute am Abend mehr mit uns erzählen. Um 18 Uhr, wenn es wieder heißt Quarantini statt Martini, da freue ich mich auf euch. Und horcht gerne den Podcast an, Tag 3 zum Vollmond habe ich mal was Besonderes für euch überlegt, nämlich etwas, was euch noch einmal ein bisschen aufwecken soll und inspirieren soll. Ich habe unter anderem ein Gedicht geschrieben zu die Hommage an das Leben. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das anhört, einfach das ein bisschen auf euch wirken lasst und euch die Frage stellt, gerade jetzt haben zu dieser Veränderung, wie soll eigentlich mein Leben ausschauen, unabhängig von dem ganzen Außen? Was wünscht ihr euch für euer persönliches Leben? Und es freut mich, wenn ihr euch dazu ein bisschen antreiben und unterstützen kann. Also hört bitte gerne rein, bewertet den Podcast auf iTunes, das wäre mein größtes Geschenk. Vielleicht abonniert es sogar, das wäre noch cooler und ich freue mich auf alle Fälle. Bis heute am Abend, ihr Lieben, 18 Uhr, sonst wieder morgen um 10 Uhr mit einer Fokusmeditation. Freue mich auf euch. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke. Bye-bye, ihr Lieben.